Herzlich willkommen und Servus auf unserem Funky Football YouTube Kanal. Wir bringen euch heute die zweite Topspiel Challenge: Frankfurt gegen Leipzig. Wie entscheiden wir denn jetzt, wer welches Team nimmt? Ja, wir haben uns da was überlegt, und zwar sind wir hier gerade in den Skillspielen drin und werden erstmal gegeneinander dieses Skillspiel nacheinander spielen und versuchen, die höchstmögliche Punktzahl zu erreichen. Und dann darf der Gewinner natürlich entscheiden, welches Team er wählen will. Heute haben wir die Teams Frankfurt gegen Leipzig, also ich denke, der Gewinner wird wahrscheinlich Leipzig nehmen. Außer er hat wieder irgendeinen Hirnbrand im Kopf. Dann vielleicht auch Frankfurt. Ja, und wir werden mal schauen, wie die Skillspiele hier ausgehen werden. Ja, also der Gewinner vom letzten Mal darf anfangen. Mal gucken, was der Henny hier zustande bringt. Ich weiß gar nicht, wie die Challenge hier heißt. Auf jeden Fall müssen wir die Trophäen einsammeln und dann einmal um dieses Spiel ein bisschen cruisen. Du darfst auch mal gerne was sagen. Das nicht zu viel konzentrieren. Ja, nee, Fall. Ich muss mich auf jeden Fall konzentrieren. Die Spieler fangen sich auch irgendwann an zu bewegen. Wir haben hier Waman Gituka genommen, weil ich bin ja bekennender Stuttgart-Fan. Deswegen ist es halt eingestellt, dass der unser Trainingsspieler ist. Aber ist auch natürlich für alle, die Bundesliga schon geguckt haben, sehr gut am Ball. Also sehr dribbelstark. Passt dann auch ganz gut. Ah, das ist der erste Fehler, Alter. So will ich das sehen. Da hängt das schon fast so will ich das einem sehen. Mit der Männchen fest hier. Wir haben extra so ein Spiel genommen, wo man hier mal an irgendwas hängen bleiben kann oder irgendwas umrennen kann, damit es auch ein bisschen lustiger für euch ist. Wenn ihr gute Spiele habt, so Trainingsspiele, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Genau, wenn ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, wir sind dafür alles offen auf jeden Fall. Ja, und da ja, ist er, da fällt er hin. Das könnte die Niederlage sein hier in der Challenge. Ich freue mich nicht zu früh. Ich muss auch erstmal ein bisschen rumcruisen. Ich glaube, einen kriege ich noch hin. Nee, 17.000, hin. 17.000, okay. Mit deinem Controller, ne? Genau, mit meinem Controller. Wir machen es jetzt hier direkt noch erneut versuchen. 17.000 sind das Ergebnis, das Tim jetzt zu schlagen hat. Muss jetzt natürlich auch ein bisschen konzentrieren. Rennt hier direkt los. Mal schauen, ob er es hinkriegt oder nicht. Ja, wir dachten, letzte Woche. Nein, komm schon! Nein, ja, wir dachten, dass bei der letzten Challenge relativ simpel war, die Teams zu verteilen. Ja, wenn jetzt unsere Lieblingsteams da sind, dann ist das Ganze ganz klar, wer da was nimmt. Also wenn da Dortmund im Topspiel ist, Lauf! Wird das wahrscheinlich immer an Tim gehen, und das ist auch völlig in Ordnung so. Dafür, wenn Stuttgart eben mal in der Challenge verfügbar ist, dann werde ich die Jungs natürlich auch übernehmen. Sollte so wie es ist, Köln würde ich auch gerne nehmen. Oh, sind die in einem Topspiel drin, Mann? Vielleicht gegen Schalke. Hier sieht es auf jeden Fall schon mal gut aus. Nein. Keine riesigen Fehler mehr leistet. Braucht er nur noch 4.000, ne? Scheiße. 3.000 Punkte. Ey, ich sag jetzt. Man muss jetzt noch hier einmal außen rumlaufen, dann eine Trophäe einsammeln und dann nochmal um den letzten Spieler rumlaufen. Kann das jetzt Junge. In aller Ruhe machen. Hat hier noch 5 Sekunden. Wenn es ein Unentschieden ja, ist, ja. Was es jetzt nicht ist, dann müssen wir das Ganze natürlich nochmal machen. Denkbar knapp. Mit Köpfchen. Da muss ich mal reingucken. Da gewinnt der Tim die Challenge und darf sich deshalb das Team aussuchen. Welches Team möchtest du denn nehmen? Ich würde mich dann für die Leipziger entscheiden. Gut, dann nehme ich unser Karrieremodus-Team. Damit bin ich ja super eingespielt, also sollte das Ganze auch gut für mich funktionieren. Ja, die fehlen halt dann Zaracho und Maitland Niles. Ja, allem. Das habe ich vergessen jetzt. Aber vielleicht kommt ja Ragnar Ache in der 93. nochmal vorbei. Genau. Also, wir gehen in den Anschluss rein und dann sehen wir uns gleich im Team. Ja, und hier sind wir schon im Deutsche Bank Park, dem Heimatstadion von Eintracht Frankfurt. 7. Spieltag ist hier das Topspiel gegen Leipzig. So sieht's aus. FIFA sagt, es wird ganz gutes Wetter. Wollen wir mal sehen, ob es am Samstagabend dann genauso hell noch ist. Ich glaube nicht unbedingt. Nee, ich glaube auch nicht. Hier nochmal die Choreo, die wir schon aus unserer Karriere gut kennen. Tabelle sieht gerade so aus. Leipzig 2. mit 2 Punkten hinter Bayern. Eintracht Frankfurt muss hier noch ein bisschen fangen jetzt nach dem Unentschieden gegen Stuttgart, ist auf Position 10. Beste Defensiv, krass. Das wusste ich gar nicht, aber macht Sinn. Haben ja auch wieder gegen Freiburg zu 0 gespielt. So gehen wir in die Partie. Wir haben die Liga-Insider-Mannschaft übernommen vom Sonntagabend. Also Trapp, Hinteregger, Hasebe und Abraham. Dann Rode, Ilsanker, Kamada, der wiedergenesene Kostic auf links und rechts, Almani Touré. Vorne drin Silva und natürlich Bastiano Dostaldo. Der Bank Balcock und Younes sind Kandidaten für eine Einwechslung, wie auch im echten Leben. Und dann kommt hier Leipzig. Wir gehen rein mit Gulaschi. Upamecano steht doch nicht so fest, ob der wieder fit wird. Dann haben wir auf der Doppel-8 Kampel, Sabitzer vorne auf den Zehnern. Olmo und Nkunku und dann Paulsen vorne drin. Und dann finden wir auf der Bank noch Kluivert zum Beispiel, Forsberg und Haidara. Das sind auf jeden Fall noch Kandidaten, die man vielleicht einwechseln könnte. Und dann gehen wir schon direkt in die Partie. Und Henrik, was sagst du denn? Bayern-Bremen, was könnte da passieren? Also ich glaube, Bayern-Bremen ist eines der einfachen Spiele, das zu tippen. Während ich hier etwas verwirrt war, dass der Pass zu mir geht, wenn ich mit Frankfurt spiele. Ja, ich weiß das noch. Ja. Aber auf jeden Fall, eines der einfachen Spiele zu tippen.
Bayern wird wahrscheinlich ein bisschen durchrotieren nach der Länderspielpause. Es fehlen ja auch ein, zwei Spieler. Aber ich sehe da absolut keine Chance für Bremen. Ich glaube, es wird ein nächster Kandidat, der hier in der Allianz Arena abgeschossen wird. Wie langsam sind die Spieler, bitte? Und deswegen glaube ich, da ist so ein klares 3-4-0. Wäre ich auf jeden Fall nicht überrascht, wenn es so passieren würde. Was glaubst du denn? Würde ich genauso unterzeichnen. Die Bayern spielen natürlich jetzt gerade auf Länderspielreise. Oh, können wir hier schon den ersten gefährlichen Schuss setzen? Auf Länderspielreise, aber ich glaube, die sind einfach so individuell überlegen, dass da Bremen keine Chance sieht. 3-4-0 würde ich genauso mitgehen. Also eigentlich ein sicherer Tipp für einen Tipico-Schein. Safe, also ich würde da auf jeden Fall, wenn man einen Tipico-Schein macht, dann mit Handicap, geht man, glaube ich, kein allzu großes Risiko ein. Vor allem zu Hause in der Allianz Arena ist Bayern nochmal was anderes, als wenn die vielleicht irgendwo auswärts spielen. Ne? Genau, da hast du einfach eine andere Spielvorbereitung, auch ganz ohne den Faktor Fans. Und ja, genau, klar. Deswegen, also ich glaube nicht, dass wir was anbrennen lassen, deswegen glaube ich auch nicht, dass wir da groß drüber reden müssen über das Spiel. Ich glaube, das sehen alle, die hier zugucken, ähnlich. Das tut mir an der Stelle leid an alle Bremen-Fans, aber ich glaube, das wird keine schöne Konferenz. Da würde ich auch auf jeden Fall die Konferenz gucken und nicht das Einzelspiel, weil ich glaube, da dreht die dann durch. Und in der Konferenz, das nächste Spiel ist dann Gladbach gegen Augsburg. Was glaubst du denn da? Kann Gladbach da die starke Form bestätigen, auch wenn sie jetzt gegen Leverkusen das Spiel verloren haben, so wie ich es übrigens gecallt hatte? Ja, klar. Oder glaubst du, dass sich Augsburg da rehabilitieren kann nach dem 13-0-Debakel gegen Hertha? Also ich würde wieder auf die Gladbacher setzen. Während ich hier mit Olmo durchgehe, das kann ein ganz wichtiges Tor sein. Komm schon. Nein, was? Ganz starke Parade hier. Was? Kevin Trapp. Was? ja, Gladbach wird das machen. Kommt drauf an, wie früh ihr das erste Tor schießen. Wenn sie ein frühes erstes Tor schießen, kann es auch gerne mal ein 3-0 werden. Wenn es was länger dauert oder Augsburg vielleicht auch in Führung geht, haben wir letztes Mal schon gesagt, Augsburg halt sehr ekelhaft zu spielen. Aber ich würde mal auf so ein 3-1 für die Gladbacher tippen. Was sagst du? Ich denke, da gehe ich auch wieder mit. Also ich glaube, da haben wir jetzt den zweiten Tipp, wo wir uns relativ einig sind. Ich glaube auch, dass Gladbach hier trotzdem fehlen jetzt von Hoffmann natürlich, der sich auf Länderspielreise verletzt hat. Da bin ich! Während Pausen das 1-0 macht. Würde ich übrigens mitnehmen, habe ich nämlich den Kickbase. Also wenn er Pausen 1-0 macht am Wochenende, habe ich da kein Problem damit. Ja, wie gesagt, Gladbach einfach erstens besser in Form und zweitens auch spielerisch die stärkere Mannschaft. Auch mit dem, wie gesagt, Ausfall von Hoffmann, der jetzt ein bisschen traurig ist, weil da hat man so ein unwichtiges Freundschaftsspiel, Länderspiel gehabt und dann verletzt sich einer der besten Spieler diese Saison von einem Team. Das ist natürlich unglücklich. Man hat sich ja eh schon immer gefragt, warum es diese Freundschaftsspiele gibt, aber... Man sagt zum Einspielen, ja. Aber ganz im Ernst. Das ist Quatsch. Ja. Dann haben wir. Ich tippe auf 2-1. 2-1 auch. Ja. Okay. Für Gladbach, ne? Ja. Dann eine ganz komische Situation diesmal. Hoffenheim gegen Stuttgart, aber wird das Spiel überhaupt stattfinden? Was glaubst du? Hoffenheim ja mit. Die ganze Mannschaft ist in Quarantäne. Das stimmt. Also im Moment ist noch die ganze Mannschaft in Quarantäne. Es kam jetzt meines Erachtens oder meines Wissens keine neuen positiven Tests dazu, zu den 5, die es jetzt, glaube ich, gab. Okay. Aber. Er ist natürlich, muss ein Auge drauf halten, ist auf jeden Fall so. Ich glaube, dass die Liga da irgendeinen Weg findet, wie das Spiel stattfindet, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und ich glaube, dass mit genug negativen Testresultaten dann sich auch genügend Spieler finden werden. Ja. Ist natürlich bitter für Hoffenheim, die sehr stark von Corona betroffen werden. Also wenn man sich anguckt, dass Kramaric jetzt seit, glaube ich, 5 Wochen ausfällt damit. Also hat er sich jetzt 2-mal infiziert, oder? Ja, ich glaube schon. Das ist auf jeden Fall ganz unglücklich für die Hoffenheimer Mannschaft. Ja, absolut heiß gestartet ist in die Saison. Ja, aber also, seit dem Bayern-Spiel kein Spiel mehr gewonnen hat in der Liga. Ja. Oh. Und ich setze hier die 100%ige mit Kamara drüber. Kann man mal machen. Also ich würde sogar auf den Stuttgart-Sieg tippen. Also ihr wisst ja, ich bin Stuttgart-Fan. Bin da deswegen auch ein bisschen parteiisch. Aber ich glaube, Stuttgart gut in Form. Kann auf jeden Fall gegen jeden Gegner gut mitspielen. Hat man ja gegen Frankfurt gesehen. Genau. Und gerade wenn sie gut ins Spiel starten oder wenn sie sich mal irgendwann in einen rausspielen, dann können sie auch gegen Hoffenheim auf jeden Fall eine gute Partie liefern. Und ich glaube, deswegen tippe ich auch auf ein knappes 1-0 für Stuttgart oder so ein 2-1. Aber 2-1 ist natürlich der klassische Tipp. Ja, klar. Und wenn man irgendwie auf Sieg tippt, irgendwie bei Kicktipp oder so, dann immer 2-1. Und deswegen tippe ich jetzt mal auf ein 1-0. Was sagst du denn dazu, ohne die Fanbrille? Fanbrille? Was für eine Fanbrille? Nein, ich habe ja die Fanbrille. Ach so, okay. Würde ich mitgehen.
Ich finde, die Stuttgarter tun sich immer noch schwer, was aus den Möglichkeiten zu machen. Da ist es 1-1 durch Bastian und Dostaldo. Gegen den machst du nichts. Gegen den machst du nichts. Ja, es, die Stuttgarter, man hat es gesehen, die haben ziemlich gute Ansätze, aber machen dann immer relativ wenig draus. Auch jetzt gegen Frankfurt. Der Sieg war eigentlich schon unterschrieben. Ja. Und dann kriegen sie noch die zwei Buden. Zwei Buden, zum 2-2. Und hatten auch Glück, dass kein Drittes mehr dazu kam. Genau. Sagen. Hätten sie da alle Punkte liegen lassen, das wäre auf jeden Fall noch bitterer gewesen. Deswegen, ich würde auf ein 1-1 gehen. Eigentlich Stuttgart der Favorit jetzt auch mit den ganzen Corona-Fällen, aber ich glaube, da ist wieder so ein bisschen was in der Luft, was irgendwie was schief läuft. Okay, das nächste Spiel, Schalke-Wolfsburg. Was sagst du? Ja, also Schalke hat gegen Mainz wahrscheinlich die beste Saisonleistung gebracht. Ist jetzt nicht schwer gewesen, muss man leider dazu sagen. Und hat auch immer noch nicht zum Sieg gereicht. Und das gegen Mainzer, die halt auch einfach an sich nicht gut in die Liga gestartet sind. Ja. Auch nur einen Punkt natürlich geholt haben. Deswegen glaube ich, dass für Schalke da auch wenig zu holen ist am Wochenende. Wolfsburg ziemlich abgezockt gespielt am Wochenende. Hat natürlich Glück, dass Kron Castells noch den Elfmeter hält gegen Hoffenheim. Aber haben an sich gute Ansätze gehabt und auch Glasner hat die Mannschaft wieder relativ gut im Griff. Die sind einfach insgesamt souverän. Das ist nichts Spannendes, macht keinen Spaß, denen zuzugucken. Aber es ist halt eine souveräne Mannschaft. Deswegen glaube ich, dass da ein 2-0 bei rumkommt. Was sagst du da als Tipp? Würde ich auch so mitgehen, eher vielleicht auf ein 2-1, 3-1. Die Schalker schießen wieder irgendwen an. Finde, dass der Ball dann vielleicht doch mal wie das Netz. Also so, boah, jetzt schon wieder stark hier. Andres, was ein Bude. Nimmt er mir hier die Ehre? Hi. Okay, also ich dachte, es könnte so laufen mit dem Schuss. Aber das ist dann wirklich so geil, dass der so geil einschlägt. War schon. Ey, ich komme mir gar nicht rein. Die Spieler bewegen sich wie so LKWs. Guck dir das an, ja, wie lange der braucht. Und ich habe Bastos und Silva im Spiel. Ja, die bewegen sich doppelt so schnell wie Upamecano. Wie kann das sein? Also, Chips in FIFA doch ein gutes Mittel. Und ja, macht er überragend, Silva. Ich würde auch auf den Sieg für Wolfsburg gehen. Also, setzt da eure Euros drauf. Eine Zweierquote aktuell. Oh, das auch nur wegen der Ausrüstung. Also, es ist eine nette Quote. Ja. Kann man mitnehmen auf jeden Zweier Fall. Zweier gegen Schalke, das gab es seit langem nicht mehr, glaube ich. Aber Schalke halt auch daheim mit einer 3-8er-Quote. Also das sagt, glaube ich, schon einiges zu dem Spiel. Ja. Während wir hier in die Halbzeit gehen, ich glaube, wir müssen gar keine Wechsel vornehmen. Oder möchtest du wechseln? Ich wechsle auf jeden Fall. Okay, er wechselt auf jeden Fall. Okay. Dann sehen wir uns. So, da es in der ersten Hälfte bei mir nicht so lief, habe ich jetzt mal zwei Wechsel vorgenommen. Einmal, man sieht es hier. Justin Kluivert kommt für Angelino in die Partie. Und dann auf der 10 bringen wir Hanwei Chan für Dani Olmo. Klassische FIFA-Wechsel, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Er kommt gut Tempo rein in die Partie. Oh, ja. Und ja, gehen wir auch direkt zum nächsten Spiel. Bielefeld gegen Leverkusen. Ich habe letzte Woche ordentlich Hate von einer gewissen Person bekommen, dass ich hier gegen Bielefeld getippt habe letzte Woche. Aber danach konnte ich natürlich sagen, ich habe es euch gesagt, dass sie gegen Union Berlin kein Land sehen werden. Und ähnlich wird es jetzt auch gegen Leverkusen ausgehen. Leverkusen. In überragender Form. Ja, und vor allem Alario hat, glaube ich, in den letzten 4 Spielen 7 Tore gemacht, 3-mal einen Doppelpack geschnürt, auch gegen Gladbach wieder. Also wohl dem, der so einen Backup-Stürmer hat, wenn Patrick Schick verletzt ist. Und Patrick Schick ist, glaube ich, auch wieder halbwegs fit. Wurde eingewechselt, ne? Kann das sein? Genau, ich glaube, er ist wieder so weit fit, dass er Einsatzzeit bekommen könnte. Aber natürlich muss man jetzt Alario gerade nicht rausnehmen in der Verfassung. Und ich glaube, da wird es ein böses 3-0 geben für Bielefeld. Also ich glaube nicht, dass sie da eine große Chance haben werden. Können wir vorstellen, dass es sogar noch höher wird. Also dass es ähnlich wird wie gegen Union. Leverkusen mit dieser Klasse und die machen die Dinger auch einfach rein. Ja, das Gefühl, ne? Auf jeden Fall im Moment eiskalt vorm Tor. Und deswegen, glaube ich, muss man da auch nicht groß drüber reden. Handicap-Wette, wenn ihr es auf den Schein macht und dann läuft der Laden. Und dann kommen wir auch schon zum Topspiel der Woche. Das, was wir gerade spielen. Frankfurt gegen Leipzig. Ich hab passen gedrückt, Mann! Hier steht es gerade 2-1 für Frankfurt. Was ist denn da dein Tipp? Ja, ich würde das Ergebnis eigentlich umdrehen und 2-1 für Leipzig tippen. Ja, Leipzig einfach individuell klasse, die da einfach besser ist als bei Frankfurt. Und Frankfurt jetzt gegen Stuttgart zumindest in der ersten Halbzeit nicht die beste Leistung abgeliefert. Haben sich gefangen, haben öfters mal. Also ich glaube, wenn ihr One Football guckt, der eine Host ist ja Frankfurt-Fan und der spricht, glaube ich, allen Frankfurt-Fans aus der Seele, wenn er sagt, dass man einfach
diese Doppel-6 aus Rode und Ilsanker gegen vermeintlich schlechtere Teams einfach nicht mehr sehen will, weil da einfach nichts an Spielintelligenz auf dem Platz steht und Kreativspiel nach vorne. Jetzt für das Spiel ist aber ein bisschen interessanter, für so ein Spiel gegen Leipzig ist, so das, natürlich Klopper, ist das natürlich eine adäquate Doppel-6, weil einfach ein bisschen das Spiel kaputt machen willst von den Leipzigern. Aber ich glaube, dass wir die zwei Jungs da auf jeden Fall nochmal sehen werden. Am besten bringt er irgendwie Gibrisso und Dominic Gordon. Und ja, deswegen. Aber ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite. Ich glaube an einen 2-0-Sieg von Leipzig. Ja. Und glaube leider nicht an die Eintracht. Also leider wegen unserer Karriere. Und ich denke, dass Leipzig der ihrer Favoritenrolle gerecht werden kann. Und hoffe, wie gesagt, dass Paulsen hier ein Tor machen kann. Digga, dass das Abraham kann überragend sein Körper das eingestellt. Kann nicht sein, ja, wie gesagt, also wenn Dings die Defensivleistung gut bringt, Frankfurt, und die Doppel-6 das Spiel kaputt macht, dann kann Julian Nagelsmann, glaube ich, ähnlich verzweifeln wie Tim hier gerade. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ja. Und dann, also es gab ja kein Freitagabendspiel, deswegen gibt es ein Samstagabendspiel, 20.30 Uhr, Hertha im Olympiastadion gegen Borussia Dortmund. Es ist auf jeden Fall auch ein spannendes Spiel. Ja, Dortmund gut in Form, leider gegen Bayern verloren. Aber überragend gespielt, muss man dazu sagen. Mit einer der besten Leistungen auf jeden Fall in den letzten Jahren gegen Bayern. Während ich hier eiskalt bin. Und André Silva. Komm. Das 3-1 war. Ja, wie gesagt, also Dortmund mit einer sehr guten Leistung, auch wenn es nicht für Punkte gereicht hat. Ich glaube, da müssen sie sich auf jeden Fall nicht schämen dafür. Und Berlin natürlich mit einer überragenden Leistung gegen Augsburg. Ja. Guendouzi mit einem ganz starken Spiel. Mm. Und Kunja ist einfach gut in Form dieses Jahr. Und deswegen wird es, glaube ich, ein gutes Spiel. Also es ist so ein Spiel, was man auch hier auf jeden Fall mal im Einzelspiel angucken kann. Haben sie sehr schön angesetzt, dass da kein Schalke-Wolfsburg kam. Aber ich sage euch, lasst die Finger von Tipps bei dem Spiel. Dortmund in den letzten Jahren immer so schwer getan gegen Berlin, vor allem im Olympiastadion. Ich weiß nicht, wer die Dortmund-Serie mal geguckt hat. Ich glaube, es war von vor zwei Saisons. Da hat Aki Watzke irgendwie den Spielern nochmal einen extraen Spielbonus gegeben, damit die sich nochmal reinraffen in das Spiel. Haben das Spiel, glaube ich, in der 93. mit irgendeinem dreckigen Tor gewonnen. Und so kann ich mir das auch vorstellen, dass es diese Woche passieren wird. Und ganz besonders, ich habe gehört, Haaland ist in Quarantäne. Ja. Und es ist fraglich, ob er gegen die Hertha spielen darf. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich mich konzentrieren hier. Ja, ich übernehme das Ganze einfach mal. Mein Tipp wäre auf jeden Fall ein 1-0 für Dortmund. Ich glaube, dass sich, wie du selber schon gesagt hast, Dortmund schwer tun kann gegen die Verteidigung von Hertha. Aber ich glaube auch, dass die Dortmunder Verteidigung im Moment ganz gut steht. Traumtor von Sabitzer hier. Also, wenn ihr mal ein Freischuss-Tutorial haben wollt, schreibt es in die Kommentare und drückt den Daumen nach oben. Kommt auf jeden Fall nicht von mir, sondern von Tim dann. Das war einer der besten Freistöße, die ich je geschossen habe in dem Spiel. Er ist auf jeden Fall überragend erwischt. Ja. Also, finaler Tipp fürs Ergebnis? Ich tue es mir so schwer. Ich bin ja Dortmund-Sympathisant. 2-1. Aber hast du es mit Moukoko angesprochen? Nee, habe ich nicht angesprochen. Wir haben dann, das Spieltag ist... Ach, das Spieltag. Das müsste der 21. November sein. Ja. Und Moukoko wird am 20. November halt 16 Jahre alt. Und darf eingesetzt werden. Dürfte eingesetzt werden und Haaland vielleicht in Quarantäne. Ja, aber ich denke, das ist noch ein bisschen Wunschdenken, weil ich glaube nicht, dass in so einem wichtigen Spiel dann Moukoko direkt Einsatzzeit bekommt. Vor allem, weil ich der Meinung bin, dass vorne eben genug Leute gerade fit sind mit Reus, Hazard, Sancho, Reyna, Brandt etc. Renier auch, der noch gar keinen Startelf-Einsatz bekommen hat. Und da glaube ich nicht, dass sie Moukoko direkt so ins Feuer werfen. Ich glaube, dass Moukoko irgendwann diese Saison seine Einsatzzeit bekommen wird. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es am Wochenende der Fall sein wird. Glaubst du nicht, irgendwie mal eingewechselt, nee, so 80. Minute kommt drauf. Also wenn es 3-0 steht, dann kann ich mir vorstellen, dass er hier seine Einsatzzeit bekommt. Aber ich glaube auch, dass sie es lieber hätten, wenn er in... Nein, was mache ich? Ich bin so schlecht. Ja, das geschieht dir recht. Nein. Nein. Ja, Mann. Okay, dann jetzt, wir sind schon 4 Minuten vor Ende der Partie. Wir gehen direkt weiter zu Freiburg gegen Mainz. Beide sehr, sehr formschwach. Mainz mit ihrem ersten Punkt am letzten Spieltag. Genau, und Freiburg, glaube ich, mit 5 Niederlagen in Serie oder 6 Niederlagen jetzt in Serie. Während ich hier das 4-2 mache, die Leipziger fallen zu Boden. Wie geht der rein? Es war ein Strahl, Junge. Bastian Lostaldo. Auf jeden Fall, also wir haben ja letzte Woche das 3-2 sogar predicted vom Topspiel. Ich glaube nicht, dass es hier 4-2 für Frankfurt ausgeht, obwohl das natürlich
sehr spaßig wäre für alle, die zuschauen. Ja, ja, ja. Genau. Aber ja, zurück zum Freiburg, mein Spiel. Freiburg holt, glaube ich, zu Hause die Punkte. Die müssen jetzt einfach mal, ja, klassische Schalke-Zitat, eine Reaktion zeigen. Und ich glaube auch, dass Christian Streich sie dann für ein Heimspiel so einstellen kann, dass sie eben da einfach wieder ein bisschen ekelhaft sind. Über eine Standardsituation von Griffo vielleicht mal zu einem Tor kommen und dann mit 2 zu 0 gewinnen. Ja. Das ist mein Tipp. Ich würde auf ein 2 zu 1 gehen, die gleichen Gründe, wie Hendrik gerade gesagt hat. Und dann haben wir noch das letzte Spiel. Unsere Kölner gegen die Union aus Berlin in Köln. Glaubst du, die Kölner können ja irgendwas mitnehmen oder die... Wie nennt man nochmal die? Die Eisernen. Die Eisernen. Die Eisernen bestätigen ihre starke Form, wie zuletzt gegen Bielefeld. Das wird auf jeden Fall spannend. Also wir lassen es hier einfach mal durchlaufen, gucken uns gleich die Statistik an und reden nochmal kurz ein bisschen über das Spiel. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Köln ja jetzt nicht in der schlechtesten Form, eigentlich nur durch individuelle Fehler immer wieder Punkte liegen lassen. Vor allem jetzt auch gegen Bremen. Der Handelfmeter war einfach unnötig. Und ansonsten hatten sie das Spiel eigentlich ganz gut gestaltet. Und ja, auch, klar, war ein Eigentor von Bremen, aber war trotzdem gut gespielt von Köln insgesamt. Aber jetzt nach dem 1-0, das passiert Köln häufiger, wenn sie dann das Tor gemacht haben und dann sie versuchen es nur noch zu verteidigen, ja, und spielen eigentlich gar keinen Fußball mehr. Ja. Man hat es dann gesehen, ich glaube in der zweiten Hälfte, Bremen hatte knapp 80% Ballbesitz gegen Bremen, die eigentlich, ne, keinen Ballbesitz haben wollen. Ja, genau. Also die wollen ja gar, die wollen den Ball eigentlich nicht haben, wenn er nicht gerade ein Konter ist. Und dann ist halt klar, dass du dann irgendwann halt die Tore kassierst. Ja. Gegen Union, ich glaube, da gibt es nichts zu holen. Also Max zu Kruse 2. Natürlich in überragender Form. Ich würde, wenn ich einen Tipp machen würde, würde ich sagen, Max Kruse trifft. Also wenn ihr das noch auf den Tippschein packen wollt, dann nur zu. Da ist einfach, der ist in Weltklasseform gerade. 2 Spiele hintereinander mit 2 Vorlagen und einem Tor. Union Berlin, die Offensive funktioniert einfach überragend. Egal welchen Stürmer man da reinstellt, Avoni oder Poyanpalo, obwohl es ja beide nicht überragende Bundesligaspieler sind. Aber es klappt einfach, das Team klappt einfach, deswegen tippe ich hier auf ein 3-1 von Union Berlin. 2-0, 3-1, das nimmt sich ja nicht viel. Sind wir wieder da, selben Meinung ungefähr. Ja, und dann darf der Hendrik euch noch eine schöne Wette vorstellen, die wir geschlossen haben diese Woche. Und zwar, wie ihr alle wisst, bin Dortmund-Fan und da gibt es diesen einen Spieler auf der rechten Seite, den ich besonders mag. Neuzugang von Paris Saint-Germain. Thomas Meunier oder auch in meinen Fachkreisen genannt Thomas die Lokomotive, weil er einfach so ein Klotz ist und... Also ja, ich sag mal so, die Dortmund-Fans sind nicht so glücklich mit ihm. Ja, auf jeden Fall. Und ja, also ich meine, Tim rastet hier regelmäßig, wenn wir zusammen die Spiele gucken, komplett über Meunier aus. Und ich kann es verstehen, also jeder hat diesen Spieler. Also wenn ihr jetzt Meunier-Fans seid, es tut mir leid. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Wer ist Meunier-Fan? Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Wie gesagt, jeder hat diesen Spieler, der ihm einfach das Blut zum Kochen bringt. Und deswegen haben wir uns eine lustige Wette überlegt, oder ich habe mir die überlegt. Wenn ich hier in der Matchday-Challenge, in der Topspiel-Challenge, 3-mal in Folge gewinne, muss Tim auf seinem Ultimate-Team-Account 15 Spiele lang mit Meunier spielen. Ja, dann gibt es einen schönen Weekend-League-Stream auf unserem Kanal. Den streamen wir auf jeden Fall. Gucken uns an, wie sich Tim da schlägt. Und da muss ich auf jeden Fall dabei sein. Und nächstes Spiel ist dann schon das entscheidende Spiel, weil ich habe ja jetzt schon die ersten 2 gewonnen. Wir hatten die Wette nach dem ersten Spiel gemacht, aber Tim war so großzügig und hat gesagt, das erste Spiel zählt dazu. Also muss ich jetzt noch ein Spiel gewinnen. Wenn ich es nicht gewinne, dann resettet der Counter wieder und dann geht's in die nächsten 3, die ich versuche zu gewinnen. Was ist denn nächste Woche das Ja, ich habe es gerade hier schon mal rausgesucht. Das ist Gladbach gegen Schalke. Also eigentlich war mein Plan heute, diese Challenge vorher zu gewinnen, damit ich mit Leipzig, ich habe wirklich gesagt, mit Leipzig hätte ich auch eine Chance. Ich wollte auf keinen Fall Frankfurt haben, deswegen. Ja. Und nächste Woche ist quasi die Leih-Situation. Wenn ich Schalke kriege, dann ist das Spiel eigentlich schon gegessen. Und wenn er dann mit Schalke gegen Schalke verliert, ist natürlich doppelt bitter. Mhm. Deswegen schaltet ihr auf jeden Fall nächste Woche wieder ein bei der Top-Spiel-Challenge auf und guckt mal, ob der liebe Tim hier ich mit... Ich hab so keinen Bock, stell dir vor, mit jedem Weekend League. Was ist das für eine Scheiße? Ja, das ist wirklich schlecht. Also, ja, wie gesagt, schaltet nächste Woche wieder ein und dann verabschieden wir uns hier für diese Top-Spiel-Challenge. Schreibt uns gerne eure Predictions in die Kommentare, wenn ihr welche habt fürs Wochenende. Schreibt uns auch gerne rein, welchen Tippschein ihr gerne machen würdet. Und Tipps und Tricks sind da auch gerne gehört von euch. Das war's von meiner Seite. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt gerne den Daumen nach oben, abonniert uns und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns entweder bei der Frankfurt-Karriere oder nächste Woche bei der nächsten Top-Spiel-Challenge, wenn es heißt Gladbach gegen Schalke und vielleicht Tim Bruns mit Thomas Meunier in der Weekend League. Bis dann, ciao, ciao. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Cause I've been hypnotized.